Ja, über Uwe etwas zu sagen, ist, glaube ich, ja, für mich ist es ganz einfach, muss ich halt dazu sagen. Er ist ja nicht nur ein Stück HSV, sondern ist auch ein Stück Geschichte, was Hamburg angeht und vor allem, was auch Deutschland angeht. Und wenn man ihn hätte nicht gehabt, hätte man ihn erfinden müssen, glaube ich. Als Typ, als Mensch, als Familienvater, denke, er war einmalig. Ja, also mein lieber Uwe, du und wir alle fühlen uns auf ewig miteinander verbunden. Deine Karriere verschmilzt unweigerlich mit der Identität dieses Vereins, mit der Raute. Man sagt, dass Kultur das ist, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat. Nun, wenn wir nur eine Sache vom HSV behalten sollen, dann bist das du, nur der Uwe. Wir werden es nie schaffen, seinem Erbe gerecht zu werden. Ja, wir versuchen alles, aber das hängt ja nicht von Spielen ab, die wir gewinnen oder vielleicht dann auch verlieren, weil dem kannst du einfach nicht gerecht werden. Ja, weil so ein großes Idol und so eine Persönlichkeit, das schaffst du selbst in diesen Spielen nicht. Seeler wird mir fehlen, er wird uns allen fehlen, aber er wird nicht in Vergessenheit geraten. Er war, ist und bleibt der größte HSVer aller Zeiten.